Hallo, ich grüße dich zum Test der 512 GB großen Pro-Speicherkarte von Pergear. Und wenn du möchtest, wird die auch zusammen im Bundle mit einem Kartenspeicher-Lesegerät geliefert. Und was diese Speicherkarte leistet und welche Empfehlungen ich dir zum Speicherkartenkauf, zum CF-Express-Speicherkartenkauf geben kann, das alles erfährst du in diesem Video. Wie du vielleicht schon gehört hast, gibt es unterschiedliche Speicherkartentypen, insbesondere im Bereich CF Express. Es gibt einerseits die Speicherkarten, die gut große Dateien wegschreiben und die dafür optimiert sind, solche Dateien auch über einen längeren Zeitraum zu schreiben. Und das sind Speicherkarten, die du optimal für die Videoaufnahme, für die Aufnahme von hochauflösenden Videoformaten verwenden kannst. Und auf der anderen Seite gibt es Speicherkarten, die sehr schnell Bilddateien, also in einer begrenzten Größe, wegschreiben, die also verschiedene Schreibvorgänge schnell hintereinander erledigen. Und das sind Speicherkarten, die optimiert sind für die Sport-, die Action- und die Wildlife-Fotografie, wenn du mit hohen Serienbildraten fotografierst. Und die Speicherkarte, die ich dir heute vorstelle, die 512 GB Pro-Speicherkarte von Pergear, die ist nicht ideal einsetzbar für Serienbildaufnahmen, aber für größere Videodateien. Und ich habe diese Speicherkarte an der Z9 getestet. Dort haben wir im Moment die anspruchsvollsten Videodateien, also 8K-Videos mit hohen Bitraten, also mit sehr, sehr viel Informationen und auch bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Und in diesem Use Case, also im Bereich der Videodateien, muss ich diese Speicherkarte als erstes bewähren. Und dann habe ich sie natürlich auch für die Serienbildaufnahmen getestet, inwieweit die Speicherkarte auch einsetzbar ist, um viele Bilddateien, viele Fotodateien wegzuspeichern. Wie sah jetzt das Testszenario an der Z9 aus? Ich habe Videodateien in den verschiedenen Auflösungen und unterschiedlichen Qualitäten auf dieser Speicherkarte gespeichert und die Kamera so lange laufen lassen, bis die Speicherkarte voll war. Das musste auf jeden Fall die Speicherkarte schaffen, eine Videodatei, die so groß ist, dass die Speicherkarte gefüllt ist. Und obwohl das eine große Speicherkarte von 512 GB ist, ist die schneller voll, als du denkst, insbesondere bei den hochauflösenden Videoformaten 8K, zum Beispiel mit 50 Bildern pro Sekunde. So, und die Grenze der Speicherkarte lag im NRAW-Format 8K, also mit einer Auflösung von 8256x4644 im NRAW-Format mit 12 Bit. Und dort hat die Speicherkarte kontinuierlich 50 Bilder pro Sekunde geschafft. Was die Speicherkarte nicht geschafft hat, da ist sie schon gleich am Anfang ganz schnell abgebrochen. Das war dasselbe Videoformat, aber mit 60 Bildern pro Sekunde. Also eine leichte Zeitlupe, wenn du als Grundformat 30 Bilder pro Sekunde hast. Also du kannst auf der Speicherkarte in diesem hochauflösenden 12-Bit-Videoformat durchaus Zeitlupen speichern, aber eben dann nur mit einer Grundbildwiederholrate von 25 Bildern pro Sekunde und dann hast du mit 50 Bildern pro Sekunde eben diese leichte Zeitlupe. Natürlich habe ich die Speicherkarte auch bei ProRes RAW getestet, 4,1K mit 60 Bildern pro Sekunde, kein Problem. Und auch 7680x4320er Auflösung mit H265 in 8-Bit und 30 Bildern pro Sekunde. Allerdings gab es da dann relativ schnell eine Hitzewarnung, aber die Speicherkarte hat diese Videodateien kontinuierlich weggeschrieben.
Ein kleines Zwischenfazit. Ich nutze für Videoaufnahmen bisher die 512 GB CFexpress-Karte von Angelbird, die Speicherkarte, die für die Aufnahme von Videodateien optimiert ist. Die ist auch nicht so sehr geeignet für Serienbildaufnahmen, sondern eben eine klassische Videospeicherkarte. Und mit dieser Angelbird-Speicherkarte kannst du alle Videoformate der Z9 aufnehmen, also auch das 8K NRAW mit 12 Bit und 60 Bildern pro Sekunde. Und natürlich habe ich die 512 GB pro Speicherkarte von Pergear auch einem Fototest unterzogen und auf dieser Speicherkarte Serienbilder, Serien-RAW-Bilder gespeichert. Und da ist immer so der Benchmark, wie lange kann ich speichern, bis der Puffer voll ist und die Speicherkarte quasi das schnelle Schreiben verhindert. Und dort ähnelt sich die Pergear-Speicherkarte auch der Angelbird-Speicherkarte. Allerdings, auch hier ist die Angelbird-Speicherkarte ein Tick schneller. Die Pergear CFexpress Type B Pro, die speichert 60 Bilder in einem Rutsch, bis dann nachher sozusagen der Pufferspeicher voll ist und es zu einer Verzögerung kommt. Und die Angelbird-Speicherkarte speichert 68 Bilder. Das ist aber für Serienbildaufnahmen nicht wirklich toll. Da wünschst du dir nochmal deutlich längere Serien, also eine Speicherkarte, die wesentlich schneller diese Bilder wegspeichert und deswegen wesentlich später zu einem Füllen des Pufferspeichers führt. Und da schafft meine Lexa Professional CFexpress 160 Bilder in einem Rutsch. Also die Speicherkarte nimmt dem Pufferspeicher der Kamera so schnell und so viele RAW-Dateien ab, sodass sich der Pufferspeicher eben wesentlich später füllt und so insgesamt mehr Bilder in dieser hohen Serienbildrate mit 20 Bildern pro Sekunde gespeichert werden können. So, und wenn du auch noch JPEGs parallel dazu speicherst, dann schafft auch die Lexa nur 45 Bilder. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Speicherkartentipp. Wenn du beispielsweise in der Wildlife-Fotografie etc. viele Serienbilder nacheinander speichern möchtest, dann solltest du nur RAW-Aufnahmen speichern. Denn die Verarbeitung der JPEGs, das kostet die Kamera Rechenpower. Und diese Rechenpower steht dann nicht für das Wegspeichern der Bilder zur Verfügung. Und außerdem sind natürlich die Dateien größer. Du hast ja einerseits die RAW-Datei und auf der anderen Seite noch die JPEG-Datei. Und deswegen kannst du in diesem Fall weniger Serienbilder in einer Serie abspeichern, bevor es zu Aussetzern kommt, weil der Pufferspeicher in der Kamera gefüllt ist. Also, für diesen Fall am besten irgendwie ein Preset an deiner Kamera anlegen und dann nur RAW-Dateien speichern und auf die JPEGs verzichten, dann kannst du auch mit einer mittelmäßigen Speicherkarte relativ viele Bilder in einer Serie abspeichern. Aber diese Videospeicherkarten sind dennoch nicht optimal dafür geeignet. Die neue 512 GB große Speicherkarte von Pergear, die optimiert ist für die Aufnahme von hochauflösenden Videodateien, die kann ich dir im Moment nur empfehlen, wenn du sie im Bundle auch mit diesem Kartenlesegerät kaufst. Das ist durchaus gut und das ist eine absolute Preisempfehlung, die Speicherkarte und das Kartenlesegerät. Ansonsten, wenn du die Speicherkarte alleine kaufen möchtest und hochauflösende Videodateien abspeichern möchtest mit einer großen Bandbreite, also einer großen Bitrate und gleichzeitig vielleicht noch leichte Zeitlupe, dann ist die Angelbird Speicherkarte SE sowohl preislich im Moment als auch von der Leistung her im Vorteil, denn damit kannst du alle Videodateien zum Beispiel an der Z9 abspeichern
Und so eine Speicherkarteninvestition ist ja durchaus etwas für einen längeren Zeitraum. Und deswegen, selbst wenn du keine Z9 hast und diese Videoformate mal für auch andere Kameras zur Verfügung stehen, dann hast du da auf jeden Fall eine Speicherkarte, wo dir bei der Speicherung von Videodateien keine Grenzen gesetzt sind. Sollte aber der Preis, und ich verlinke dir natürlich die Speicherkarten unten in der Videobeschreibung, sollte der Preis der Angelbird Speicherkarte wieder hochgehen, dann wird durchaus die Per-Gear-Speicherkarte wieder interessant, insbesondere dann, wenn du im 25-Bildformat deine Videos abspeichert, also nicht mit einem Grundaufnahmeformat von 30 Bildern pro Sekunde, sondern nur 25 Bildern pro Sekunde, dann kannst du nämlich alle Videoformate auch auf dieser Speicherkarte speichern. Ja, und da hast du jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, worauf es ankommt beim Kauf von Speicherkarten. Und da ist die Z9 natürlich im Vorteil. Ich habe in zwei Speicherkartenfächern unterschiedliche Speicherkarten drin. Einmal eine Speicherkarte für die Aufnahme von Videodateien und in dem anderen Fach eine Speicherkarte für die Aufnahme von RAW-Bildern, die dann auch für hohe Serienbildraten geeignet ist. Und ich habe die Kamera so eingestellt, dass jeweils Videos auf der einen Speicherkarte und Fotos auf der anderen Speicherkarte gespeichert werden können. Das kannst du in der Z9 einstellen. So, und also, wenn du dich für eine Speicherkarte interessierst, dann solltest du überlegen, brauchst du eine für hohe Serienbildraten? Wenn nein, dann wäre es durchaus eine Option, so eine Speicherkarte zu nehmen, die auch gut Videos abspeichern kann. Denn ich sag mal, so 60 Serienbilder hintereinander, das ist ja durchaus auch schon ein Wort. Das sind schon riesige Speichermengen und in vielen Fällen reicht es aus. Und dann hast du eben auch eine Speicherkarte, wo du relativ uneingeschränkt, wie gesagt, bei der Per-Gear mit leichten Einschränkungen, was die 60 Bilder pro Sekunde Zeitlupe anbelangt, aber sonst eben ohne Einschränkungen auch Videos speichern kannst, selbst in so einem hochauflösenden und mit einem sehr großen Dynamikumfang versehenen Videoformat wie dem NRAW 12-Bit Videoformat. Das sind so die wichtigsten Informationen, die du benötigst, um eine Speicherkarte für dich anzuschaffen. Und größer ist immer besser, gerade mit Blick auf zukünftigen Nutzen einer Speicherkarte. Denn wer weiß, was es noch alles für Dateiformate gibt und in welchen Use Cases du eventuell mit einer Speicherkarte entweder relativ lange Videos oder relativ viele Bilder speichern möchtest. Schreib gerne mal in die Kommentare, was du zu diesem Speicherkartenthema denkst, was so deine Meinung ist zu so einer durchaus preisgünstigen Speicherkarte aus China oder dem österreichischen Pendant Angelbird. Mich würde sehr interessieren, was du zu diesem Thema denkst und weißt. Schreib es gerne in die Kommentare und ansonsten freue ich mich aufs Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.